Ja, Leute, hallo, herzlich willkommen zurück hier. Wir haben die beiden Hexen Kumo und Kotake besiegt, haben uns deren lustigen Dialog angehört und gehen jetzt ein letztes Mal in die Halle der Weisen, wo uns der letzte Weise empfangen wird. Und wir wollen ein letztes Mal raten, wer denn der letzte Weise überhaupt ist. Natürlich, wie bei allen anderen Weisen, können wir uns überhaupt nicht vorstellen, wer das wohl sein mag. Wir sind jetzt gleich völlig überrascht, wenn wir sehen, dass es Naboru ist. Sind wir völlig überrascht jetzt gerade. Da hätten wir niemals mit gerechnet. Sie ist also die letzte Weise. Kleiner, ich muss dir danken. Hey, sieh mal an, was aus dir geworden ist. Ein talentierter Schwertkämpfer. Ja, dann müssen wir uns bei ihr noch für die Handschuhe bedanken. Auweia. Ich bin völlig durcheinander. Die beiden alten Weiber haben mich verhext. Ich musste für Ganondorf tun, was er verlangte. Aber bist du nicht überrascht? Jemand wie ich ist letztendlich die Weise der Geister? Ab jetzt kämpfe ich als eine der Weisen gegen das Böse. Nun werden sie für das bezahlen, was sie mir angetan haben. Kleiner. Nein, TT Gamer, der strahlende Wanderer durch die Zeiten. Als Dank dafür, dass du den Fluch vom Geistertempel genommen hast, übergebe ich dir dieses Amulett. Nimm es, unser letztes Amulett, das Amulett der Geister. Endlich Hammers, wir haben alle sechs Amulette. Wir könnten jetzt theoretisch schon direkt zu Ganondorf marschieren, da wollen wir aber noch nicht hin, weil wir wollen erst noch die Gerudo-Trainingsarena machen und den Maskenhandel. Die letzten beiden Quests, die wir machen können in dem Spiel, mehr fällt mir nicht ein, außer Skulturlas, aber die mache ich ja nicht. Amulett der Geister, Naboru gibt sich als eine der Weisen zu erkennen und überträgt ihr ihre Kraft. Dann haben wir das Spiel eigentlich. Eigentlich ist das ja, was ich hier gemacht habe, schon so eine Art Let's Help. Nur, dass ich halt nicht alles geholt habe. Du bist wirklich ein tapferer Held geworden. Ich habe die Skulturlas nicht, aber den Rest habe ich dann alles. Dir gebührt eine ganz spezielle Anerkennung. Ja. Wir, der Held. Uns gebührt immer die Anerkennung, eine spezielle. TT Gamer, der Auserwählte, endlich! Alle sechs Weisen sind erweckt. Es ist soweit. Der entscheidende Kampf gegen den Großmeister des Bösen soll nun beginnen. Zuvor jedoch solltest du jene treffen, die auf dich wartet. Sie harrt deiner in der Zitadelle der Zeit. Ja, das werden wir uns jetzt gleich auch noch angucken, weil da müssen wir eh hin. Wir müssen den auch klein machen noch. Oder gehen wir da? Ne, wir gehen da nicht direkt hin. Ihr könnt ja schon mal raten oder euch schon mal überlegen, wer das sein könnte, den wir da in der Zitadelle der Zeit treffen. Vielleicht ist es ja der, die das schickt. Wir wissen es nicht. Wir warpen uns erst zum Hyliasee. Ah, unten. Weil wir von da aus, finde ich. Das war falsch. Jetzt, weil wir von da aus am einfachsten, glaube ich, jetzt nochmal zum Gerudo-Tal kommen. Weil dort wollen wir natürlich die Gerudo-Trainingsarena nicht vergessen. Die machen wir nämlich dann jetzt direkt. Dann werden wir in die Zitadelle der Zeit gehen, werden gucken, wer da auf uns wartet. Und werden dann. Ja, was werden wir dann machen? Den Maskenhandel werden wir dann machen. Werden uns klein machen, den Maskenhandel machen. Und dann werden wir Ganondorf endlich das Handwerk legen. Werden ihn dann bekämpfen und ihm zeigen, dass er nicht der Herrscher des Heiligen Reichs sein wird und dass er mit seinem einen Triforce-Fragment der Macht oder was er hat, der Kraft oder was er da auch immer hat, dass er da nicht viel gegen uns ausrichten kann, weil wir haben das Triforce-Fragment des Mutes. Ja, und die Mutigen sind immer besser als die, die Kraft haben. Außerdem gibt es auch noch das Triforce-Fragment der Weisheit. Das hat auch eine ganz bestimmte Person. Die Person nämlich, die wir in der Zitadelle der Zeit treffen werden. Aber wer das ist, werde ich noch nicht verraten. Auch wenn es eigentlich ziemlich nahe liegt, wer das ist. Also finde ich zumindest. Als ich das Spiel das erste Mal durchgespielt habe, wusste ich auch nicht, wer es sein soll. Aber jetzt doch finde ich schon, dass das. Ja, es ist eigentlich, wenn man sich das überlegt, dann ist es klar, wer es ist. Also, ich will mal Epona rufen. Und Eponas Lied ohne nachgucken. Jetzt bin ich stolz auf mich.
Ja, wir werden dann jetzt mal zum Gerudo-Tal reiten. Och, Epona, du bist falsch. Kannst nicht über die Zäune, zumindest nicht ohne mich. Komm, Link, steig aufs Pferd drauf. Es ist gerade Nacht geworden, ganz Hyrule schläft wieder. Wenn es überhaupt noch Hyrulana oder wie man die nennt, Hyliana oder wie auch immer, wenn es die überhaupt noch gibt. Ganondorf hat ja ganz Hyrule, den Marktplatz, alles zerstört. Da wächst noch nicht mal Unkraut, was der da gemacht hat. Hilft auch kein Dünger mehr, nix mehr. Na, ist alles kaputt. Ja, und ich bin noch mal gespannt, ob wir die Eule denn noch mal treffen. Weil sie hat sich ja so angehört beim Tempel der Geister, als wenn wir noch mal auf sie treffen würden irgendwann. Ich hoffe natürlich nicht, dass wir noch mal auf sie treffen. Ach, und Epona geht mal wieder nicht hier drüber. Ja, Epona ist bei sowas immer sehr empfindlich, finde ich. Da hätten sie Epona ruhig ein bisschen mehr, ja, so. Hätten sie nicht so empfindlich machen sollen. So, da ist der Handwerker. Die haben die Brücke jetzt endlich repariert, wenn es euch aufgefallen ist. Wir können da jetzt also rüberreiten, ohne zu springen. Und machen uns jetzt auf den Weg zur Gerudo-Trainingsarena. Ich weiß gar nicht, ob wir den einen Schlüssel jetzt noch haben, den wir eben schon geholt haben. Oder ob wir das Ganze jetzt nochmal machen müssen. Da habe ich keine Ahnung. Lassen wir uns mal überraschen. Hier, die Gerudo-Kriegerinnen laufen immer noch rum. Wir können die allerdings jetzt auch nicht mehr abschießen. Also, das könnten wir versuchen, aber machen die nicht mehr. Bleiben dann stehen. So, das ist die Trainings. Ja, nee, wir müssen nochmal alles von neu machen. Ja, Schnips mit den Händen da, Klatsch in die Hände. Also, ab in die Gerudo-Trainingsarena. Wollen wir uns doch den Eispfeil holen? Also, doch, hier die Truhen. Doch, wir haben den einen Schlüssel noch. Wunderbar. Oh, hier ist ja noch eine Truhe. Die habe ich, als wir da schon mal drin waren, habe ich die übersehen. So, Rubine halten. Ach, dann braucht man den ganzen Quatsch ja mit den Silberrubinen. Nur wenn du die Prüfung, ja, wissen wir doch. Braucht man den ganzen Quatsch mit den Silberrubinen und hier mit den Gegnern ja gar nicht mehr machen. Ja, wunderbar. Dann können wir also da weitermachen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben hier. Wir gehen dann hier hoch. Dann können wir nämlich den doofen Stein, wofür wir die Silberhandschuhe brauchten, die Krafthandschuhe brauchten. Silberhandschuhe, wie komme ich auf Silberhandschuhe? Mein Gott. Ja, ab in den Steinlink. So macht man das. Ja, und ein weiteres Mal in das Feuer gerannt. Fast so schlimm wie bei dem dämlichen Boris. Da bin ich auch immer ins Feuer gerannt. So, jetzt hier durch. Und da ist der dämliche Stein, den können wir endlich wegmachen. Ohne Hilfsmittel, ja. Jetzt haben wir die rechten Hilfsmittel. Jetzt können wir hier auch weitermachen. Der mit den Händen aus Silber, ja, wissen wir. Und jetzt, weg mit dem Scheißstein. Endlich können wir hier weiter. So. Ja. Dicke Eisenstäbe. Okay. Haben wir noch was übersehen hier? Ich glaube, in dem Raum musste man auch irgendwas mit dem Auge der Wahrheit machen. Das war, glaube ich, hilfreich da. Ah, ja. Die Tür hier ist eine Fake-Tür. Alles klar. Ja, was machen wir? Wir bomben die Tür erstmal weg. Da bin ich jetzt auch ein bisschen aufgeschmissen. Da oben müsste ein Schalter sein, glaube ich, dann. Können wir hier hoch? Nee, und dann meine ich nämlich, war zumindest im Master Quest so, müssen wir hier die Hymne der Zeit spielen. Mache ich in dem Part noch kurz. Ja, da passiert hier nichts. Okay, wir gucken uns den Raum beim nächsten Mal nochmal an. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer TT Gamer.